Prominentestes Opfer der Bande ist Susanne Klatten, eine Frau, die sich gern im Hintergrund hält. Hier, bei einer BMW-Party, sitzt die Eigentümerin am Familientisch ganz hinten. Eine Frau, die ein Leben diskret und nach der Leistungsformel Arbeit durch Zeit führt, aufgeteilt auf Familie und Beruf. Verheiratet ist sie mit dem Ingenieur Jan Klatten. Die beiden lernten sich bei BMW kennen. Sie jobbte in ihrem eigenen Konzern unter dem Decknamen Susanne Kant. Ihr Mann erfuhr erst kurz vor der Heirat, wer sie überhaupt ist. Susanne Quandt, Milliardenerbin. Skabi weiß, wen er vor sich hat, als er Susanne Klatten verführt. In dieser Zeit meldet er sich auch bei seinen Bekannten. Irgendwann klingelte mein Handy und es war Helg. Und ich sagte, hey, das gibt's ja nicht, du lebst noch. Ey, schön, dich wieder zu hören und alles. Und da hat er mir gesagt, Ronny, ja, ich melde mich hiermit zum letzten Mal, denn ich habe eine große Sache an der Angel. Und ich werde jetzt einige Zeit das Ausland, die Schweiz verlassen und werde mich dann aber wieder melden, wenn ich zurückkomme. Der dicke Fisch ist vermutlich Susanne Klatten. Bei einem Treffen erzählt Skabi ihr, er habe das Kind einer Mafia-Familie angefahren und werde bedroht. Sie hat Mitleid und übergibt ihm 7 Millionen Euro. Zunächst tut Skabi so, als wolle er gar kein Geld. Gegenüber der Polizei gibt Susanne Klatten später an. Verärgert sagte er zu mir, warum denkst du immer nur an materielle Dinge? Er hat das Geld nur unter der Bedingung akzeptiert, dass er es zurückzahlen würde. Als Skabi versucht, weitere 49 Millionen zu erpressen, zeigt Klatten ihn an. In Monaco macht er sich 2001 an die Comtesse du Pasquier ran. Der schwerreichen Witwe liegt Misstrauen fern. Es gibt keinen Ort, wo es so sicher ist wie Monte Carlo. Wenn ich nachts von einem Abend hinaufkomme, geht schon ein Detektiv bei mir vorbei. Der macht die Runde die ganze Zeit, sogar noch im Hotel, was gar nicht notwendig war. Denn es wird so genau durchschaut. Mit roten Rosen und Zuneigung erobert der Charmeur das Herz der Millionärin. Schon nach kurzer Zeit überschreibt sie ihrem jungen Liebhaber ein Barvermögen von umgerechnet rund 16 Millionen Euro. Eine enge Vertraute der Comtesse war sogar schon mit Hochzeitsvorbereitungen des ungleichen Paars beauftragt. Ich verstand die Comtesse, weil er eben so gute Umgangsformen hatte. Und er war so zurückhaltend und auf eine Art scheu. Und wie die Frau Ketten sagt auch, er hatte eine gewisse traurige Ausstrahlung. Und darum verstehe ich diese Frau, dass sie, und sie war ja dort in einer Suite schon 8 Jahre im Hotel de Paris. Und da gab es auch Einsamkeit. Sie hatte ihm schon einen Ring anfertigen lassen. Dann wird die Comtesse gewarnt. Sie erfährt, dass Skabi schon andere Frauen um ihr Vermögen gebracht hat und will alles rückgängig machen. Dann wurde eben der Rechtsanwalt eingeschaltet. Und dann kam die Sache ins Rollen. Dann wurde er ja angeklagt und kam ins Gefängnis. Und dann wurde sie bedroht und dann hat sie ihn wieder, weil sie Angst hatte, hat sie die Anklage wieder zurückgenommen. Man einigt sich außergerichtlich. Rund 3 Millionen Euro bleiben für Skabi. 2003 steht der Verzauberer, damals noch unter seinem Geburtsnamen Russack, als Betrüger in der Schweiz vor Gericht. Es ging eigentlich um einen Fall, wo die Geschädigte in eine Wohnung gelockt wurde. Und dort kam es dann zum einvernehmlichen Sex. Und das wurde dann gefilmt von Herrn Russack. Und danach hat er dann dieser Geschädigten Drohbriefe geschrieben und zum Teil auch dann Aufnahmen von diesem einvernehmlichen Sex beigelegt und sie dann einfach damit bedroht. Die Frau in der Affäre gehört eigentlich an die Seite von Hermann Weyer, bekannt geworden als der schöne Konsul. Gattin Christina ging dem Gigolo offenbar ebenso ins Netz wie ihre gute Bekannte, die Comtesse du Pasquier. Kurz vor der Affäre gibt Frau Weyer bei einem Interview die liebende Ehefrau. Wir sind seit 10 Jahren jetzt glücklich verheiratet. Seit 5 Jahren machen wir Echo und Music Award, weil ich so musikalisch bin. Und nicht nur unter der Dusche auf dem Kamm blase und mein Mann auch einen knackigeren Hintern als die ganze Blatthaus-Gang zusammen hat. Laut Haftbefehl traf sich Skabi mit der High Society Lady, wenig standesgemäß, in diesem Apartmenthaus in der Nähe des Zürcher Flughafens. Vermietet werden die Zimmer meist an Wanderarbeiter für rund 300 Euro im Monat.
Normalerweise ist nur der Schrank eingebaut und die Möbel bringen sie selber. Und der Herr hat auch das Bett selbst reingestellt? Ja, richtig. Auch was sich in diesem Zimmer abspielte, zeichnet Skabi mit einer Videokamera auf. Als Christina Weyer beginnt, Informationen über den Verführer, seine Masche und die Sekte im Hintergrund zu sammeln, befürchtet Skabi, aufzufliegen. Um sie zum Schweigen zu bringen, erpresst er Frau Weyer mit den kompromittierenden Filmaufnahmen der gemeinsamen Schäferstündchen und schreibt Drohbriefe. Zitat: Du bist eine kleine Betrügerin und eine große Hure. Du hast dich uneingeladen in Angelegenheiten eingemischt. Du bist dabei, dein schönes Gesicht für immer zu verlieren. Damals kommt Skabi auf Bewährung frei. Jetzt wartet er in der JVA Stadelheim auf den Prozess im Fall Klatten. Reiche Frauen dürften erstmal vor ihm sicher sein.